Eineinhalb Wochen hatten die Kickers jetzt spielfrei, Zeit, die genutzt wurde, um neue Kraft zu sammeln und wieder in Tritt zu kommen. Nach dem sehr guten Start in die Saison ist in der zweiten Oktoberhälfte der Motor ins Stottern geraten und es gab aus 4 Spielen nur noch ein Unentschieden. Vor dem Spiel wurde übrigens die 120 Meter lange Fanwand auf der Gegengerade eingeweiht. Zurück zum sportlichen Teil. Im Vergleich zum letzten Spiel verändert Oliver Reck seine Startelf nur einmal. Für Marco Rapp beginnt Jan-Hendrik Marx. Das hat zur Folge, dass Serkan Götzscher ins defensive Mittelfeld rückt und Jan-Hendrik Marx auf seine angestammte Position rechts hinten rückt. Den Gästen gehört dann aber die erste Chance. Nach dem Freistoß von Nemci Gür kommt Jan-Christoph Just zum Kopfball. Das war knapp. Zum Glück ging der Ball über das Tor. Schwer zu sagen, ob Daniel Endres an den Ball gekommen wäre. Im Anschluss, dann wird der OFC aber aktiver. Es geht über die linke Seite und Serkan Firat. Er bringt den Ball herein auf Ihab Darwiche. Der kommt dann auch zum Abschluss, aber sein Schuss wird noch entscheidend abgefälscht und geht so am Tor vorbei. Nach guten Tormöglichkeiten steht es jetzt also 1:1 und noch sind keine 10 Minuten gespielt. Und als die Mainzer dann nach einem Einwurf nach hinten spielen müssen, setzt Florian Treske nach und wird von Simic angeschossen und der Ball fällt tatsächlich hinten ins Tor. Die Kickers gehen hier in Führung, das ist wichtig, auch wenn es in der Entstehung dann doch etwas glücklich zu bezeichnen ist. Aber Florian Treske hatte da den richtigen Riecher und setzt in bester Torjägermanier nach. Das Tor gab aber nicht die gewünschte Sicherheit. Nach dem Fehlpass von Benjamin Kirchhoff spielen die Mainzer schnell nach vorne. Sakai auf Ripplinger. Daniel Endres hält aber. Eine Wahnsinnstat des Kickers-Kapitäns. Das war die dicke Chance zum Ausgleich für Mainz. An Chancen mangelt es aber bisher generell nicht im Spiel. Jetzt wieder die Kickers. Wie schon vorhin flankt Serkan Firat und vor dem Tor ist es wieder Ihab Darwiche. Aber erneut kommt sein Abschluss nicht aufs Tor. Es vergeht danach wieder nicht viel Zeit, bis Mike Vetter schießt. Von der Strafraumgrenze probiert er es. Im Nachfassen hat der Mainzer Schlussmann Dennis Ademovic dann aber den Ball. Es ist ja der 11.11. Das heißt, Karnevalsbeginn in Mainz und die Mainzer wollen da einen weiteren Grund zum Feiern ihren Mitgereisten bieten und spielen durchaus gut mit. Arif Gütschlu kann Endres aber auch hier nicht überwinden. So bleibt es bei der knappen Kickersführung zur Halbzeit. In den zweiten 45 Minuten erwischen die Kickers dann einen Blitzstart. Es sind noch keine 3 Minuten gespielt, als Mike Vetter auf Ihab Darwiche durchsteckt. Der legt dann nochmal quer und da ist wieder Vetter und der macht dann das Tor. 2:0 für die Kickers. Für Mike Vetter ist es jetzt auch schon der 4. Saisontreffer. Diesmal leitete er das Tor selbst ein und ist dann mit in die Box gegangen und verwertet eiskalt. Oh, das glaubt ihr nicht, er hat noch nicht genug. Hier wird der Ball kurz angenommen, mit dem Kopf vorgelegt und Volley abgezogen. Leider aber knapp übers Tor, schade. Die Kickers haben nun aber Ball und Gegner unter Kontrolle. Diesmal legt Vetter auf Jan-Hendrik Marx ab. Der trifft den Ball aber nicht richtig, nicht drin. Von Mainz kommt nicht mehr viel, so kommen auch die Kickers Außenverteidiger immer weiter mit vor. Nachdem eben schon Marx eine Chance hatte, holt nun Theodosiadis den Hammer raus. Ademovic bekommt gerade noch eine Faust hoch und lenkt den Ball über die Latte. Aber was war das denn bitte? Theo mit seinem schwächeren rechten Fuß und dann so ein Schuss. Wahnsinn. Inzwischen hat Mike Vetter auch den Platz verlassen und für ihn ist Varol Akgöz neu im Spiel. Und wie führt man sich da am besten ein? Na klar, mit einem Tor! 10 Minuten nach seiner Einwechslung trifft er. Erneut ist er als Joker erfolgreich. Jan-Hendrik Marx hat da auch wunderschön von außen geflankt und Varol Akgöz lässt dann Ademovic nicht den Hauch einer Chance. Das 3:0 ist dann auch der Endstand. Die Kickers feiern einen verdienten Heimsieg und behaupten somit den 2. Tabellenrang. Aber vor allem wichtig ist, dass nach dem spielfreien Wochenende zurück in die Erfolgsspur gefunden wurde. Nächstes Wochenende ist dann schon der Rückrundenauftakt und zudem empfängt man erneut zu Hause die Hoffenheimer U23. Also wenn ich ehrlich bin, ich hab's irgendwie vermutet, dass er mir jetzt anschießt. Ich habe irgendwie ein Gefühl gehabt und bin einfach durchgelaufen, weil es auch ein schlechter Rückpass war. Und das natürlich so passiert, dass er dann so nahe fliegt. Natürlich umso besser, dass wir das frühe Tor haben.
unser Ziel war, einfach ein schnelles Tor zu machen. Das einfach, ja, aber man hat auch gesehen, Job 1 ist dann auch nicht rausgekommen. Sie haben sich weiterhin reingestellt, aber trotzdem, wir haben dann gesehen am 1-0, dass es einfach schwierig ist, gegen die zum Spielen, auch, weil wir auch leichte Fehler gemacht haben in der ersten Halbzeit. Das haben wir selber gewusst, dass wir uns einfach den Spielaufbau selber kaputt gemacht haben. Aber ich glaube, wenn wir es 1-0 nicht machen, wird das Spiel doch ein bisschen schwieriger wie gedacht. In der Halbzeit kommen wir, wollten einfach genauso so anfangen wie in der ersten Halbzeit und das haben wir geschafft und haben nach 2 Minuten das Tor. Und das, glaube ich, war dann auch ein bisschen ein Genickbruch für Schott Mainz, obwohl das wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Also die spielen nicht so Fußball, wo sie stehen und da muss man echt Chapeau sagen. Wie gesagt, das war unser Ziel, dass wir heute die 3 Punkte holen, weil wir wissen, Mainz kann nicht überholt werden und so haben wir jetzt 4 Punkte Vorsprung. Und ja, die nächsten 4 Spiele sind auch wichtig. Und ich glaube, andere Mannschaften spielen dann auch oben gegeneinander. Und wir haben jetzt 4 Spiele und da wollen wir eigentlich das Maximale draus holen.